Rund 60.000 Kinder nehmen täglich ihr Mittagessen in Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen ein. 22.000 kommen nun schon in den Genuss eines gesunden Küchenmenüs, das entspricht 4,2 Millionen Mahlzeiten pro Jahr. Das Projekt Gesunde Küche hat sich also bestens etabliert. Ich bin mit den Evaluierungsergebnissen sehr zufrieden, aber entscheidend ist, dass die Betroffenen sehr zufrieden sind. Die Kindergartenküchen, die betroffenen Familien, es wird gut angenommen und es erreicht auch schon eine ordentliche Breite. Wenn man bedenkt, dass in Oberösterreich rund 27% der 6- bis 16-Jährigen übergewichtig bzw. fettleibig sind, ist die gesunde Küche ein optimaler Ansatz zur Verbesserung der Situation. Wichtig ist die Vermittlung, dass gesund auch gleichzeitig schmackhaft sein kann. Früher hat es geheißen, ernähre dich gesund oder ernähre dich genüsslich. Heute ist beides möglich. Früher war das das Müsli, die Körnl, das Joghurt. Heute heißt gesund ernähren, bodenständig ernähren, regional ernähren und das essen, was in der Saison im Garten wächst. Als Leitsatz für die gesunde Küche gilt, je früher Kinder gesunde Ernährung kennenlernen, desto besser. Die Kinder sind da eigentlich noch sehr offen. Also im Kindergartenalter ist es eigentlich am einfachsten, wenn die einfach sehr gut auch von den Pädagoginnen begleitet werden und auch motiviert werden zu kosten. Ein bisschen schwieriger wird es dann schon im Bereich Schule. Hier braucht es dann oft auch andere Vorbilder. Einerseits den Kontakt direkt mit der Köchin oder mit dem Koch, dass da einfach auch vermittelt wird, ja, kostet einmal und schaut einmal, wie das schmeckt oder gebt mir einfach auch Rückmeldung, was hat nicht so gut gepasst. Also da können dann meistens diese Erfahrungen auch vor Ort gesammelt werden und mit den Kindern ausgetauscht werden. Und was wir schon auch merken, ist, dass es auch klarerweise wichtig ist, dass Pädagoginnen und Pädagogen hier mit gutem Vorbild vorangehen und beispielsweise eben auch die Schulküche besuchen und dort das Essen einnehmen. Wenn Sie mehr über die gesunde Küche erfahren oder schmackhafte Rezepte ausprobieren wollen, dann informieren Sie sich unter www.gesundes-oberösterreich.at.